Bible saying it's just an evolutional correction. You call my art murder, I call it natural selection. Ja, mein Name ist Benny, aka Ben Art aus Mannheim. Ich bin 30 Jahre alt und mittlerweile bin ich so dem Urban Painting zugewandt. Ja, das Ganze ging eigentlich relativ früh schon los und mit der hatte ich eigentlich Ganze durch die Hip-Hop-Szene fing das an, so 94, 95, wo so die Hip-Hop-Welle von Amerika erstmal so auch nach Deutschland größer rübergeschwappt ist, beziehungsweise so meine Altersklasse dann auch erreicht hat. Da fing das dann ganz an, wie gesagt, mit dem Hip-Hop hören und dadurch natürlich mit dem Hip-Hop kam auch noch Breakdancing, Graffiti. Ich war dann eher so der Kreative, der Malertyp und habe mich dann da auch ein bisschen dem Graffiti zugewandt. Fing dann an mit den ersten Tags und die ersten Buchstaben malen etc. pp. Und ja, das Ganze habe ich dann auch immer mit einigen Unterbrechungen eigentlich die letzten Jahre fabriziert und irgendwie wollte ich dann doch mal zu was Neuem kommen und bin dann jetzt irgendwie in die Schiene eingebrochen. Das Ganze fing halt mit Hip-Hop an, als ich, keine Ahnung, 13, 14 war und hat sich dann weiterentwickelt über Drum and Bass, andere Musikrichtungen wie House, Minimal, Dubstep, alles im Board. Also ich bin da auch, was das Musikalische angeht, bin ich eigentlich auch jetzt mittlerweile auf nichts mehr Bestimmtes fixiert. Hauptsache es ist gut produziert und rockt. Also im Prinzip, also jetzt, was mich inspiriert, wie gesagt, sind immer noch im Prinzip die ganze musikalische Geschichte auch von früher. Da bin ich momentan wieder ganz hot. Wie gesagt, nicht mehr so die Graffiti-Sache, jetzt eher so in die Richtung. Und was mich halt inspiriert, ist eben das Stadtleben hier in Mannheim, die Menschen, die hier rumlaufen, die Gebäude, die Kultur an sich und das Ganze drumherum. Also ich benutze jetzt eigentlich keine bestimmte Technik, vielleicht ist es bei mir eher, dass ich eigentlich alles, was mir in die Finger kommt, benutze. Ob es jetzt Kugelschreiber ist, Bleistift, irgendwelche Lacke in Dosen, Schablonen etc. Eigentlich alles mögliche von Acrylfarben, Wasserfarben, Ölfarben, alles mögliche. Und vielleicht liegt es daran, dass es ein bisschen anders ist, also ist im Prinzip alles mögliche drin. Also da beschränke ich mich auf nichts Bestimmtes, weil das macht es dann auch irgendwie wieder ein bisschen bieter und das soll es ja irgendwo nicht sein. Wie gesagt, da tue ich mich jetzt auch nicht festlegen auf nur Leinwände. Wie man ja jetzt hier auch bei den einzelnen Sachen sieht, ist auch viel auf Papier, auf Leinwand, auf Holz male ich manchmal auch. Also im Prinzip jede Möglichkeit, die sich da bietet. Die häufigste ist natürlich Papier und Leinwand, ist klar. Gibt es ja, wie gesagt, von den ganz normalen Künstler-Kreativmärkten, wo es dann die ganz verschiedenen Farben gibt. Im Internet ist ja auch alles zu bekommen, über die Graffiti-Läden, wo es dann auch mal eine Sprühdose gibt oder sonstige Farben, die ich dann auch ganz gerne mal mit einbaue, eben von meiner Vorgeschichte her. Ja, also wie gesagt, da wird alles Mögliche eingebaut. Also wie gesagt, ich kenne auch viele Leute in meinem Bekanntenkreis, wo eben auch im Graffiti-Bereich aktiv sind. Den einen oder anderen Maler habe ich jetzt mittlerweile auch schon kennengelernt, mit dem man sich dann mal zusammentut oder auch mal austauscht, eben mit Farben, sonstigen neuen Vorgehensweisen oder Techniken. Ja, so tauscht man sich dann eben in der Szene ein bisschen intern aus. Also so ganz genau kann ich es ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich versuche immer so, wenn ich fleißig bin, so 2-3 Dinger in der Woche auf jeden Fall zu machen. Und ja, wie gesagt, manchmal ist mehr, manchmal ist nur eins, manchmal sind es auch 3 oder 4, kommt immer drauf an. Das ist immer so mein Ziel, mein Ding, wo ich mir immer so setze. Also momentan habe ich jetzt eine Facebook, eine Künstlerseite am Laufen, wo die ganzen Werke relativ aktuell präsentiert werden. Da ist natürlich dann auch eine E-Mail-Adresse oder eine Kontaktmöglichkeit, wenn einem jetzt wirklich was gefällt oder wenn man irgendwas haben will,
wo man mich auch erreichen kann. Ja, also meine Pläne sind eigentlich jetzt mit meinen aktuellen Sachen, also so den Style, das ist jetzt, denke ich, so mein Ding, was ich die nächste Zeit jetzt mal so fahren werde, da fühle ich mich ganz wohl. Und ich versuche jetzt halt ein bisschen raus aus Mannheim zu kommen, ein bisschen bekannter zu werden, dass ich eben auch außerhalb von Mannheim Resonanz bekomme. Und ja, das sind so meine Pläne in erster Linie. Ja klar, natürlich. Also es sind jetzt momentan auch gerade ein paar Sachen in der Planung noch bei mit verschiedenen Galerien und Ausstellungsorten, wo jetzt die nächste Zeit 2012 auf jeden Fall was kommen wird. Und ich bin natürlich immer offen für alles und wenn jemand Interesse hat, die Sachen auszustellen oder mit mir zusammenzuarbeiten, immer gerne.